Mittlerweile habe ich jetzt auch einige Male schon da drüben das Mittelmeer durchblitzen sehen. Sieht sehr schön aus. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere von euch die Frage, wieso fährt denn der jetzt nach Monaco? Hier ist doch auch schon ein wunderschönes Mittelmeer. Ja, hier ist Ligurien. Garantiert ganz tolles Ziel, aber ich habe einen Gesamtplan, was ich jetzt in meinem Urlaub noch so ungefähr erreichen will. Ich darf mich also nicht zu lange an einem Ort aufhalten. Und hier in Ligurien habe ich festgestellt, sind gute Stellplätze, so wie ich sie mir vorstelle, schwieriger zu finden. Und daher habe ich mir jetzt eigentlich so überlegt, es ist mal echt ein Gag zu sagen, ich habe mal in Monaco gecampt. Und da ich jetzt eine Möglichkeit dafür gefunden habe und wir in der Nebensaison sind, wo das dann vielleicht auch tatsächlich mal klappen kann. Also ich glaube, in der Hochsaison dürftet ihr Schwierigkeiten haben. Aber so würde ich das jetzt gerne mal ausprobieren. Ich möchte auch gerne das schwarze Schaf mal über die Grand Prix-Strecke Monaco dann führen. Jetzt Richtung Frankreich rüber geht, muss jetzt hier noch einmal die Maut abgerechnet werden. Auch schon so ein bisschen erahnen, weshalb das Ganze hier so ein Chaos gibt. Ein Teil ist gesperrt, drei Abrechnungsspuren sind dicht. Man teilt es sich in die, die bezahlen und in diejenigen, die, wie ich hier, den Transponder drin haben. Monaco O2 EU Roaming. Auf der Website teltarif.de steht dazu Folgendes. Die O2-Webseite verrät, dass Monaco zur Roaming-Zone 3 gehört. Anrufe nach Deutschland und innerhalb derselben Zone kosten 1,49 Euro pro Minute. Für eingehende Telefonate werden 69 Cent pro Minute berechnet und eine SMS kann für 39 Cent verschickt werden. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, folge dem Link in der Google Home App oder der Google Assistant App. Frankreich, 250 Meter. Ja, so rollen wir erstmal nach Nizza rein, denn ich möchte eigentlich gerne versuchen, über eine der Corniches nach Monaco zu fahren. Das sollte gerade jetzt um die Tageszeit eine ganz tolle Aussicht sein. Wenn ich jetzt die Corniche von Nizza nach Monaco fahre, bin ich auf der Wasserseite. Und die Corniches sind natürlich wesentlich schöner als hier jetzt die Autobahn. Da haschen wir schon einen ersten Blick auf die Vororte von Nizza. Sehr interessanter Weg, durch den mich hier Google Maps führt. Aber auch mit Gegenverkehr gerade eben noch so zu bewältigen. Das ist natürlich jetzt nicht die Corniche. Alter Falter, was habe ich mir hier eingebrockt? Wartet schon brav. Ich schwitze gerade. Adventure Drive. Was hat sich Google Maps denn hierbei gedacht, sag mal? Jetzt heißt es Augen zu und durch und hoffen, dass das hier bald ein Ende hat. Und wir nicht ausgerechnet an den engsten Stellen uns jeweils begegnen. Das waren noch 2 Zentimeter bis zum anderen Auto. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Und der nächste, der kommt, der hat mehr Platz. Handbremse anziehen und gib ihm! Das möchte ich nicht nochmal machen. Alter Falter! Wann komme ich hier raus aus der Scheibenkleister? Den lassen wir erst durch.
La Trinité ist das hier, die Dreieinigkeit. Laut Google Maps wird es jetzt etwas weniger zackig, was mich hoffen lässt, dass das Schlimmste überstanden ist. Ich mach was mit. Und das, weil ich die Corniche fahren wollte. Alter Falter. Und das ist noch nicht mal die Corniche. Merci beaucoup. Und die fegen hier mit einem Tempo um die Ecken. Wenn ihnen wirklich mal was entgegenkommt, haben die zum Teil gar keine Zeit mehr. Ja, sowas ist hier in Frankreich mit 3,5 Tonnen beschildert, ne? Das ist wirklich Schweiß, nicht wegen Temperatur, sondern wegen der Straßensituation. Es wird breiter. Auch diese Strecke ist auf 3,5 Tonnen begrenzt, wenn ich das richtig interpretiert habe und das andere da nur eine private Auffahrt war. Ich mache jetzt aber mal wirklich Hill Assist an. Das ist auch ein Ausblick zum Genießen, auch wenn ich hier jetzt nicht so viel Zeit habe. Alter Falter, da liegen Yachten. Und jetzt dürfen wir uns auf der echten Corniche befinden. Über diese Corniches ist Monaco mit Frankreich verbunden. Autobahnen gibt es ja erst in der neueren Zeit. Die sind früher dann auch blockiert worden, als Frankreich Monaco belagert hat und versucht hat, den Unabhängigkeitsstatus aufzuheben und es in Frankreich einzugliedern. Man hatte seitens Frankreich wohl darauf gehofft, dass aufgrund der Finanzlage, die Monaco zu dem Zeitpunkt hatte, sich das Ganze dann einverleiben, eingemeinden lässt. Aber die Familie Grimaldi sah das anders. Der Fürst hat daraufhin die Casinos gegründet, um unter anderem den Staat Monaco darüber dann finanzieren zu können. Ja, und das Ergebnis sehen wir bis heute. Sicherheitspoller, Kameraüberwachung. Die Villen, die hier stehen. Bentley steht vor der Tür, Range Rover. Die hier an der Corniche angesiedelt sind, die dürften auch von entsprechend wohlhabenden Leuten bewohnt sein. Das ist auch eindrucksvoll in Stein gehauen hier. Und jetzt haben wir das Dorf Aes erreicht. Bonne Vitesse. 29. Casino müssen wir ja mindestens mal vorbeifahren. Da unten ist dann der große Yachthafen, wo beim Formel-1-Lauf dann auch die ganzen Mega-Yachten dann drin liegen. Ah, da ist Stade Louis II ausgeschildert. Aber wir fahren jetzt mal einmal eine Runde am Casino vorbei. Sehen und gesehen werden. So, von da, wo die jetzt rauskommen, da ist die Start-Zielgerade. Jetzt kommt euch vielleicht das eine oder andere bekannt vor. Hier ist jetzt die Anfahrt Casino. Hier ballern die Formel 1er dann den Berg hoch. Wenn ihr mal ganz genau auf den Randstein guckt, dann seht ihr dort überall kleine Aussparungen. Die sind extra dafür da, um die rot-weißen Begrenzungssteine aufnehmen zu können. Das ist hier alles passgenau eingebaut, dass man hier also plötzlich da draußen eine Rennstrecke machen kann.
jetzt kommen wir dann auch in Fahrtrichtung richtig am Casino gleich vorbei. Porsche hat eine eingebaute Vorfahrt. Smart nicht. So, in der Rennstrecke wäre es jetzt geradeaus weitergegangen. Die ballern hier nicht durch. Aber da ich nicht weiß, inwieweit das dort gesperrt war, bin ich jetzt lieber so rumgefahren. Jetzt komme ich ja wenigstens richtig rum an. Und probieren wir mal unser Glück am Grimaldi Forum, ob wir dort auf die Strecke wieder zurückkehren können. Da oben seht ihr jetzt nämlich die Abfahrt vom Casino. Und wir kehren jetzt auf die Rennstrecke zurück. Das dürfte jetzt nämlich Formel 1 Liebhabern wieder bekannt vorkommen. Wie eng das ist, ne? Gut, diese Kästen hier vorne, der Vorgarten, das wird dann vielleicht noch alles weggenommen. Hier seht ihr auch rot-weiße Begrenzungssteine in der Kurve. Die werden nicht demontiert. Denn das hier ist jetzt die enge Stelle nach dem Casino. Den Berg runter. Und gleich haben wir die Einfahrt in den Tunnel. Wieder rot-weiße Begrenzungssteine das ganze Jahr. Das müsste jetzt eigentlich dann die Einfahrt genau in den Tunnel sein. Wahnsinn, wie eng das alles ist. Dass hier die Formel 1 durchballert. Und was das für den Verkehr von Monaco bedeuten muss. Es wird eine Woche vorher bereits nur noch aufgebaut hier. Ne, zwei Wochen vorher sogar schon. Hey! Weiß nicht, weshalb die jetzt gejubelt haben. Wahrscheinlich, weil sie das schwarze Schaf gesehen haben. Rot-weiße Begrenzer. Und hier wäre jetzt die Schikane. Und es würde jetzt links rumgehen. Einmal Schikane dichter am Yachthafen entlang, an dem wir jetzt gerade direkt dran vorbeifahren, am Port Hercule. Hier seht ihr die großen Yachten. Ja, am Hafen links fahren muss ich jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so zielführend. Weil da würde jetzt dann das Ganze Richtung Raskas weitergehen. Jetzt möchte ich dann aber doch lieber mal versuchen, das Stadion zu erreichen. Und hier tatsächlich einen Stellplatz für die Nacht zu finden. Ja, ein, zwei Sachen sind wieder zu erkennen gewesen. Die Verkehrsführung ist aktuell sehr schwierig. Wir haben hier gerade Samstag, wo ich hier bin. Viel los, habt ihr eben gesehen, als ich durch den Tunnel gefahren bin. Ah, da ist es. Louis II, Stade Louis II. Da. Es ist also tatsächlich sehr, sehr schwierig aktuell so wirklich die ganze Strecke zu fahren. Vor ein paar Jahren konnte ich das. Da war aber auch wenig Verkehr und es waren auch wenig Sperrungen und wenig Baustellen. Aktuell sehr schwierig. Ein, zwei Highlights konnte ich euch zeigen. Hier ist auch Gott sei Dank alles hoch genug fürs schwarze Schaf. Circulation modifiée. Geänderte Straßenführung übersetze ich das mal. Die spannendste Frage ist ja, ob ich denn auch am Stadion diesen Parkplatz finde. Ah, wir sind am Stadion. Jetzt muss ich nämlich zum Yachthafen, der dahinter liegt. Nicht der Port Hercule. Sondern hier hinter ist nämlich noch ein kleiner Yachthafen. Und da ist ein entsprechender Parkplatz. Fontainebleau Heliport und Port
de Cap d'Ail. Also Hafen stand sogar dran, Port de Cap d'Ail. Wer sich gefragt hat, wo Reisebusse unterkommen in den großen Hotels, die haben dann ihre Parkstreifen hier. Und da, wo ihr jetzt die roten Balken seht, da ist meine Einfahrt. Ah, man braucht also eine Kreditkarte. Okay. Bei der Einfahrt muss man die Kreditkarte bereits präsentieren, über die das Ganze abgerechnet wird. Ah, ja. Und dann geht die Schranke auf. Und ab jetzt zählt meine Zeit. Camping in Monaco. Wasserscheinwerfer ziehen die Fische an. Jetzt kommt er da, ne? Das Boot der Geißens habe ich hier nicht gesehen. Aber das kann ja nun, wer weiß, wo gerade auf der Welt sein. Soweit ich weiß, verchartern die das nämlich auch. Ein Rolls kann flott. Wir sind hier am Start, Louis II. Ich bin von da aus gekommen, das war also die Anfahrt. Und wenn ihr jetzt nämlich im Kreisverkehr hier da rumkommt und zum Columbus Marriott reinfahrt, da ist der Stellplatz, wo ich jetzt auch tatsächlich die Nacht verbringen werde, da wo ich auch parken darf. Ganz offiziell. Ganz in der Nähe am Stadion ist dann die Bushaltestelle. Und da komme ich jetzt auch nachts noch durch, weil die N1-Linie fährt. Das nächste Mal wird die hier um 22.31 Uhr ankommen. Und die fährt noch bis 3 Uhr nachts und geht dann als Nachtlinie ab 21.51 Uhr überhaupt erst los. Also gucken wir uns mal die Preisliste an. Pro Fahrt 2 Euro. Da kann man echt nichts zu sagen. Ich brauche eine Fahrt rein, eine Fahrt raus. Und dann sind wir doch hier gut aufgestellt. Vielen Dank, Bürgermeister von Monaco, für diese wirklich gute Information hier. Auch hier nochmal eine Serviceinformation. Da ist der Parkplatz, hier ist die Bushaltestelle und da ist die nächste öffentliche Toilette. Ein kleines Stück weiter ist noch eine. Taxi stand hier oben, aber Taxi muss ich jetzt nicht haben. Der Nachtbus reicht ja. Der Nachtbus. In 12 Minuten ist er da, dann kommt der nächste knapp eine Stunde später, also etwas weniger als eine Stunde. Und so geht das hier weiter bis 1.51 Uhr nachts. So lange wollte ich da oben nicht bleiben, aber einmal kurz rumgucken, das ist es doch wert. Noch ein Service, nehmt euch ruhig ein Kabel mit, denn ihr habt hier USB-Steckdosen direkt an der Busstation, ihr könnt euer Handy aufladen. Casino, ihr seid. Casino. Ah! Ja. Merci beaucoup. Ich hätte mich auch noch ganz rauffahren lassen können. Casino, das ist aber schon da oben. Und das ist ja die alte Rennstrecke, von daher laufe ich da jetzt auch gerne mal hoch. Die N1-Bahn wieder zurück, da ist der Haltepunkt dann wieder an der Eremitage oder hier. Ne? Habe ich also zwei Punkte zur Auswahl. Was haben wir denn da Schönes? William Grover Williams, Gewinner des ersten Grand Prix von Monaco vom 14. April 1929 auf einem Bugatti 35B. Ja, hier kommen die nämlich die Avenue Grimaldi hochgeballert. Der Kreisverkehr ist dann zu. Da drüben seht ihr sogar rot-weiße Begrenzungssteine. Und hier, wo wir jetzt die Gegenanfahrt haben, das ist dann die Anfahrt zum Schwimmbad. Da drüben Richtung Raskas. Und dann geht es wieder in die Boxengasse. Ich mache jetzt mal ein paar Schritte zu Fuß. Ich habe mir ja schon die Schritte gespart, die der Bus mir abgenommen hat. Da
kann es mir gar nicht schaden, mal ein paar Schritte bergauf zu laufen. Denn am Casino ist einfach gucken immer schon interessant. Noch ein paar berühmte Stellen. Das hier ist die Ausfahrt aus dem Tunnel. Das ist direkt neben der Anfahrt aufs Casino. Denkt man gar nicht, aber das ist halt so klein hier, dass alles auf kleinem Ort untergebracht werden. Das habe ich euch vorhin mal erzählt im Auto. Das sind diese kleinen Aussparungen in den Kannsteinen. Da vorne werden die rot-weiß Begrenzungssteine dann reingehängt, wenn das Ganze auf Rennstrecke umgebaut wird. Wenn wir schon mal bei Nacht da sind, müssen wir natürlich auch mal von hier oben einen Blick auf den Yachthafen werfen. Wurde natürlich auch mit Unterwasserbeleuchtung, damit sie schöner wirken. Ungefähr hier auf meiner Fingerspitze ist dann Raskas. Das Hotel de Paris. Ganz bekannt. Eine wahnsinnig schöne Fassade. Und direkt gegenüber das Casino. Und Größe ist hier nicht alles. Ein Abarth Fiat 500. Ja, so ein Abarth Fiat 500 steht dann direkt neben einem Lambo. Blackline. Da haben wir die Fassade vom Casino, direkt daneben das Hotel de Paris. Ist schon ein schöner Platz in Monaco, das ist keine Frage, mit dem Hotel de Paris und dem Casino. Die Fronten, die können sich wirklich sehen lassen, das ist wirklich hübsch hier. Und ein kleines Stück weiter, da die Straße hoch, ist dann die Ermitage. Da muss ich nachher die Bushaltestelle wiederfinden für meine N1 Nachtlinie. Die bringt mich dann nämlich wieder nachher zum Stadion zurück. Ich möchte hier fast wetten, den Rolls habe ich vorhin am Kreisverkehr bei mir unten am Stadion gefilmt. Und hier haben wir dann das kleine Casino im Café de Paris. Reines Automaten-Casino, ne? Ja, was soll ich sagen? Irgendwie habe ich gerade mal Glück. Erstes Spiel. 1 Euro Einsatz. Und jetzt passiert hier sowas. 43 Euro. Also die 3,20 Euro, die verspielen wir noch, ne? Cash machen. Nimmt noch ein 20er. Und ganz viel Kleingeld. Alter Walter, was hat er denn hier jetzt gemacht? Ich habe hier Cent gekriegt. War kurzweilig im Casino de Paris. Ihr müsst einen Personalausweis mit haben oder einen Reisepass. Ihr müsst euch dort ausweisen, damit ihr rein dürft. Die Idee dahinter war, ich wollte noch 1-Euro-Münzen aus Monaco dabei mitnehmen. Ja, und dann bin ich noch an dem Spiel Billionaires vorbeigekommen. Das basiert wohl auf einer TV-Serie, die ich noch nicht kenne. Da wollte ich dann eigentlich auch nur noch mal einmal 1 Euro verspielen, damit ich dann noch mal 4 Euro dann als 1-Euro-Münzen ausgezahlt bekomme. Und dann kam gleich ein Jackpot. 59 Euro habe ich mitgenommen. Und habe dann beim Auszahlen sogar noch ein nettes kleines Andenken vom Café de Paris. Weil die letzten 20 Cent konnte er nicht auszahlen. Jetzt geht es rüber zur Eremitage. Weil da ist meine Bushaltestelle. Sowas sieht man hier natürlich an allen Ecken und Kanten. Cartier, Louis Vuitton, Prada. Großer Laden, kaum was drin. Ich gucke mir so eine Welt gerne mal von außen an.
Aber das reicht mir auch. Während ich hier auf den Bus warte, habe ich hier noch eine klassische Fassade. Die Ermitage. Camping in Monaco. Also einmal ist das ganz lustig. Ich weiß irgendwie nicht so recht, was damit anzufangen. Also es schließt sich mir irgendwie nicht, der Reiz da drin. Gut, wenn ich jetzt in Monte Carlo bin und Monte Carlo ist nun mal bekannt fürs Casino. Ins große Casino will ich nicht, weil da werden Einsätze gespielt und einen Dresscode vorausgesetzt, den ich gar nicht erfüllen will auf Reisen. Schon gar nicht, wenn ich mit dem Campermobil unterwegs bin. Aber dann kann man ja zumindest mal in das kleine Café de Paris Casino reingehen. Wie gesagt, denkt an euren Personalausweis, sonst kommt ihr da nicht rein. Einigermaßen normale Kleidung sollte auch schon empfehlenswert sein, aber einen Schlips braucht ihr dafür zum Beispiel nicht. Das ist halt dann doch eher eine bessere Spielhalle. Das ist meiner. N1. Und das ist derselbe Fahrer. Bonsoir! Rockefroh! Ah, ist das jemand da? Was? Le Bich. D'accord, t'inquiète. Merci beaucoup. Wir sind wieder am Stade Louis II. Das hat hervorragend geklappt. Es sind nur ein paar Schritte bis zu meinem schwarzen Schaf. Klasse! Einfach merken, Nachtbus Linie 1. Er hat nicht so viele Haltepunkte, aber die Differenzen, die man dann noch hat, wenn man oben zum Casino will, habt ihr jetzt gesehen. Das Kleinkram, das läuft man mal eben schnell weg.